sind die letzten Tage umgezogen von der Gamescom auf die RedCon und es ist in vielerlei Hinsicht so viel angenehmer. Weniger Menschen, viel leiser, größere Höflichkeit und Bäume, grünen Schatten und überhaupt. Und die Ulysses Evie hat sich jetzt auch zu mir gesellt, die vermutlich ebenfalls froh ist, dass sie nicht auf der Gamescom ist. Ich wäre tatsächlich gerne auf der Gamescom gewesen, aber nach dem, was ich jetzt gehört habe, bin ich da nicht mehr so sicher. Aber ich bin sehr froh, dass ich hier bin, ja. Ja. Wäre auch ein bisschen doof, ohne dich auf der RedCon oder zumindest irgendjemanden von Ulysses. Aber wir wollen jetzt gar nicht über deine Pläne für irgendwelche Cons oder sowas reden, sondern über Produkte. Wir haben auch schon ein paar hier auf dem Schoß sozusagen. Und einmal, sehr wichtig für euch, die neue Historia Aventurica, die geändert wurde. Wir haben es schon mehrfach erzählt, nochmal ganz kurz. Nochmal ganz kurz. Ja, die Historia wurde geändert. Wir haben insbesondere in den ersten Zeitaltern ganz, ganz viel nochmal umgeworfen, neu sortiert, genauer erklärt, teilweise auch dazu geschrieben, warum wir Sachen geändert haben. Und ja, es ist jetzt ein Buch, bei dem wir auf jeden Fall sagen können, das kann man jetzt auch lesen. Und wir meinen das meiste, was da so drin steht, tatsächlich auch ernst. Und damit man es leicht unterscheiden kann, jetzt in edlem Braun und nicht mehr in edlem Blau und mit funktionierendem Goldruck. Genau, das ist es gibt auch tatsächlich ein paar Seiten mehr als in der alten Ausgabe. Also es ist hinten noch ein bisschen was mit dazugekommen. Wir haben zum Beispiel auch die Jahre hinten, die gefehlt haben. Also es ging ja nicht bis ganz in die Gegenwart noch ergänzt. Es gibt noch ein paar Übersichten hinten dran mit. Also man kriegt auch noch ein paar Seiten mehr fürs Geld. Okay. Was mich natürlich interessiert ist, wie hoch jetzt sozusagen die Conversion Rate war. Es gab ja die Aktion von euch, dass man sich eintragen konnte, seine alte Historia gegen eine neue tauschen, wofür man den Buchdeckel einschicken musste als Beweis, dass man das alte Buch hatte und auch nicht jetzt noch weiterverkauft oder sonst was damit macht. Tut mir ein bisschen weh. Es ist ziemlich grausam gewesen. Also ich habe ja das Tutorial gemacht, wie kriege ich den Buchdeckel am unfallfreisten ab in verschiedenen Fotos und ja, auch als Buchhändler, bei dem man öfter mal makuliert, so heißt das in der Fachsprache, das ist schon nicht schön bei so einem Buch. Aber es haben ein paar Leute gemacht tatsächlich. Also wir haben damit gerechnet, dass einige Leute vielleicht Hemmungen haben, dem Buch das anzutun. Aber wir haben in etwa, ich glaube, 300 Rücksendungen gehabt. Das ist schon viel. Aber die meisten Leute haben das Buch dann tatsächlich behalten. Ich weiß nicht genau, weil wir haben auch viele Zuschriften bekommen von Leuten, die gesagt haben, ach weißt du, so genau haben wir das gar nicht genommen, es liest sich doch gut. Was ist denn verkehrt damit? Aber wir wollten den Leuten halt auf jeden Fall die Chance geben, es umzutauschen, wenn sie mit dem Inhalt nicht zufrieden sind. Und wir wollten auch auf jeden Fall den Leuten die Chance geben, dass sie das Buch sich nicht zweimal kaufen müssen. Weil das kostet halt 50 Euro, das ist schon eine Stange Geld. Und uns war das halt wichtig, nachdem wir diesen Fehler gemacht haben. Uns ist da eine ganze Menge durchgerutscht. Wir haben uns für das Buch ja nicht die nötige Zeit genommen, als es dann an der Zeit war, sich die zu nehmen. Und das wollten wir halt auch einfach wieder gut machen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ereignis, aus dem man tatsächlich auch was lernt. Vielleicht die Pipeline, die Zeitpläne oder sonst irgendetwas ändern. Habt ihr daraus Konsequenzen auch gezogen? Man lernt auf jeden Fall daraus. Mach dir Gedanken, an welcher Reihenfolge du was machst. Und auch lass ein Buch nicht zu lange liegen, weil es könnte am Ende tatsächlich einfach gar nicht mehr das sein, was du mal haben wolltest zu dem Zeitpunkt. Und das ist halt mit der Historia passiert, das tut uns leid und ja, auf jeden Fall, das machen wir nicht nochmal. Bevor wir mit DSA 5 weitermachen, noch mal ganz kurz was anderes, nämlich was Historisches sozusagen, der Orkensturm. Ursprünglich, wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber geredet, eigentlich Richard Löwenherz, der aus dem Nahen Osten, nenne ich es mal, wieder zurückkehren soll, während zu Hause Prinz John gerne regieren würde. Und jetzt haben wir es mit Answin und Brienne und Orks. Genau, das Orkensturm ist eins meiner absoluten Lieblingsprodukte, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Einfach deswegen, weil es wahnsinnig Spaß macht. Ich muss zugeben, ich bin nicht so der Brettspieler. Ich habe nicht so viel Freude daran, es ist mir oft zu kompliziert. Als ich das erste Mal gesehen habe, mit all den Sachen, die dabei sind, viele unterschiedliche Karten, die spielen Nupsis, wir nennen die immer Nupsis, wahrscheinlich hat das einen Namen. Und habe auch schon gedacht, oh Gott, das ist bestimmt kompliziert. Ist es gar nicht. Es ist voll einfach zu spielen und es macht wahnsinnig Spaß. Also, und es hat auch richtig, richtig Spaß gemacht, das zu aventurisieren, tatsächlich. Und wir haben auch für die
für eigentlich alle Sachen wirklich gute Entsprechungen gefunden, finde ich. Da hatten wir am Anfang ein bisschen gedacht, naja, es ist ein historisches Spiel, kann man das jetzt gut aventurisieren oder nicht? Ja, komm, Aventurien ist ja auch schon sehr, sag ich mal, historisch angelehnt. Absolut. Und wir haben tolle Entsprechungen dafür gefunden und es hat Spaß gemacht und es sieht vor allem auch fantastisch aus. Also ich finde, es ist sehr, sehr schön aventurisiert. Das Ursprungsspiel sieht auch klasse aus. Aber ja, also Nadine hat mit den Illustern auf jeden Fall nochmal eine Schippe draufgelegt und das hat uns sehr gefreut. Und die Leute spielen es auch mit großer Freude hier. Also liegt schon auf mehreren Tischen. Ich muss sagen, dass ich es auch wirklich irgendwie sehr sympathisch fand, dann sozusagen, und ein bisschen nostalgisch, die ganzen alten, großen NSC, die dann auf Karten irgendwelche Auswirkungen oder sowas haben. Dann zieht man halt eine Karte und sieht, ah, ich habe jetzt Berater Raedric Conchobert, was zur Hölle kann er mir bringen? Mhm. Ich glaube, er wirbt mir Leute an oder so, einfach weil er cool ist. Solche Dinge. Ja, genau. Also man bekommt halt auch kleine Buffs aus den Karten oder auch die Ereigniskarten. Wir haben dann versucht, ein passendes Zitat dazu zu finden, was aventurisch ist. Und halt so möglich, große Figuren zu bemühen, die der Kenner natürlich identifizieren kann. Wer die Leute nicht kennt, der freut sich einfach über den Buff, den man bekommt. Und das macht auf jeden Fall Spaß. Und auch auf dem Spielbrett gibt es ja auch Prominente zu sehen und tatsächlich für viele ist ein Highlight, die schon lange dabei sind und die sich noch an die gute alte Zeit damals erinnern unter Answin, wie erstaunlich viele Spieler entdecken während dieses Spiels ihr schlagendes Answinistenherz, habe ich festgestellt. Also auch das ist sehr spaßig. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht tatsächlich auch ein bisschen der leichtere Weg ist, ein DSA-Brettspiel zu entwickeln, wenn man sozusagen fertige, funktionierende Regeln hat und es dann konvertiert. Ein Weg, den ihr vielleicht noch ein paar Mal machen werdet, oder ist das so ein One-Off, weil ihr das System mochtet? Tatsächlich in dem Fall war es, ich glaube, das ist recht einmalig, weil wir das Spiel gespielt haben und gesagt haben, das Spiel ist so gut, das möchten wir auch. Und wir hatten natürlich großes, großes Glück, dass das auch funktioniert hat. In vielen Fällen werden wir natürlich ein Spiel spielen und sagen, das Spiel ist so gut, steht irgendeine große Marke drauf und wir haben keine Chance, den Spielmechanismus nutzen zu dürfen. Also wir haben zum Beispiel auch schon ganz oft gesagt, ach ja, so ein Monopoly wäre doch fein oder was Ähnliches. Das können wir aber, die Spielelizenz dafür ist viel, viel, viel zu teuer. Das wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber wie gesagt, ich denke auch, dass wir sind durchaus in der Lage, auch Brettspiele oder Ähnliches selbst zu entwickeln. Aber in dem Fall hat es einfach gepasst wie die Faust aufs Auge. Und warum nicht? Die Redcon ist in 53 Minuten ungefähr zu Ende. Und ich stehe am Uhrwerkstand, um wie immer nach den Neuheiten zu fragen. Und ich habe das Gefühl, dass eure wichtigste Neuheit diesmal Googly Eyes sind. Jawohl, wir haben jetzt eine Neuheit eingeführt. Auf Cons haben wir immer von manchen Sachen jetzt auf ein Stück limitierte Sonderedition mit Wackelaugen auf dem Cover dabei. Das kommt auch sehr gut an. Die werden noch sehr viel wert werden in der Zukunft. Das weiß ich nicht genau. Also was wir auf jeden Fall machen ist, Leuten, die das wollen, geben wir halt das eingepackte Buch zusammen mit den passenden Augen dann auch gerne raus. Das verfälscht irgendwie schon dann die ganze Statistik. Aber was habt ihr an gedruckten Neuheiten? An gedruckten Neuheiten haben wir ein paar Sachen. Wir haben jetzt, also direkt zur Con zwei Sachen, die erst nächste Woche regulär erscheinen. Das ist einmal Schatten über Daranel. Hier. Das Cover kommt mir sehr bekannt vor. Das ist das Cover, das wir auch schon für Netz der Intrige benutzt haben, weil es im Prinzip die Abenteuersammlung zu unserer Kurzgeschichtenband Netz der Intrigen ist, mit drei Kurzabenteuer, die halt alle in Daranel spielen. Ja. Und wahrscheinlich dann auch ähnliche Themen aufgreifen, Ristu, genau. Stadt, Leben, Intrigen und so weiter und so fort. Genau das, ja. Mhm. Und da haben wir halt das Cover wieder verwertet, weil es halt sehr passend dazu ist. Die andere Neuheit ist, glaube ich, das hier. Ja. Ja, ihr erweitert euer Fate-Programm. Ja, das ist Eis und Dampf. Das ist ein Steampunk-Setting für Fate. Basierend auf dem Roman Die zerbrochene Puppe und der Kurzgeschichtensammlung Eis und Dampf, die beide bei Feder und Schwert rausgekommen sind. Und die Leute, die da halt mitgearbeitet haben an den Kurzgeschichten, haben halt auch dieses Setting erschaffen. Und dann bei uns rausgebracht jetzt neu. Ja, das Fate Core, Fate Turbo, ja, Abwandlungen. Es ist ein Fate Core Setting. Es ist halt ein Steampunk Setting, das in der Eiszeit spielt, in der viktorianischen Eiszeit. Ja. Also in der viktorianischen Eiszeit. Genau. Ja. Okay. Danke. Und das waren also die zwei Sachen, die jetzt schon mal vorab hier wirklich, sind. Wirklich Neuheiten, genau. Ansonsten haben wir, ich glaube, letzte Woche ist rausgekommen, der Marsianische Patient. Ist ein Einzelabenteuer für Space 1889, was halt die Charaktere von der Erde, genauer gesagt von Wien, bis hin zum Mars führt.
Und es ist ein Abenteuer, wo man tatsächlich auch historischen Persönlichkeiten begegnet. Man begegnet da Freud zum Beispiel bei diesem Abenteuer, ja. Und lässt sich durchanalysieren oder so, ich weiß es nicht. Ja. Braucht man Grundkenntnisse der Psychologie, um sich durch diese Abenteuer zu arbeiten? Ich denke, man sollte Psychologie studiert haben, um das überhaupt spielen zu können. Ja, nein, braucht man natürlich. Wie die meisten deiner Produkte. Ja, genau, also um dem wirklich die verborgene Botschaft in jedem unserer Produkte zu verstehen, muss man Psychologie studiert haben. Ansonsten, um oberflächlich unsere Sachen zu spielen, ist das nicht unbedingt nötig, ja. Aber es geht um Psychoanalyse, weil, soweit ich verstanden habe, ist der marsianische Patient eben Patient von Freud und der findet in dessen Erinnerung noch irgendwelche Geheimnisse, genau, oder so. Und deswegen wird er dann verfolgt und man muss da als Abenteuergruppe behilflich sein, um das aufzulösen, ja. Okay, also von Wien auf den Mars. Genau. Haben wir denn noch etwas? Ja, auch etwas, was wir jetzt seit letztem Monat oder Anfang des Monats im Programm haben, sind unsere Zinnminiaturen. Mhm. Da haben wir einmal 5 verschiedene, tatsächlich auch für Space 1889. Das sind halt die 5 Miniaturen, die wir im Zuge unseres Kickstarters für das englische Space 1889 haben produzieren lassen. Die gibt es dann halt jetzt auch ganz regulär für normalsterbliche Käufer, die nicht an dem Kickstarter teilgenommen haben, auch in Deutschland zu erstehen. Genau, und das sind ein paar von den Iconics sozusagen und dann plus auch noch dieser Gashant mit, genau, Reiter. Es sind 3 Iconics und dann noch 2 Gegner sozusagen, also einmal ein Hochland-Marsianer-Kämpfer und dann noch einen Hügel-Marsianer auf einem Gashanten, ja. Gerade die Miniatur finde ich sehr geil, weil halt es gab noch nie eine anständig aussehende Gashant-Miniatur vorher von den anderen Firmen, die jemals Space-Miniaturen gemacht haben, und die ist wirklich sehr schön geworden. Bleibt das ein Gimmick für sozusagen für ins Regal stellen oder habt ihr vor, da noch mehr zuzumachen? Dazu möchte ich keine Aussage treffen, dazu darf ich nichts sagen. Er hat aber auch nicht Nein gesagt. Das ist richtig. Aber auch nicht Ja, aber auch nicht Nein. Das alles mit Googly Eyes? Wir haben es versucht, aber so kleine Googly Eyes, die dazu passen würden, haben wir tatsächlich nicht gefunden. Also die kleinste Version, wir haben schon 5 verschiedene Größen an Googly Eyes, aber selbst die kleinsten sind für die Miniaturen leider noch nicht mehr geeignet. Schauen wir mal, wie viel du noch los wirst. 43 Minuten hast du noch. Okay. Holen wir mal Leute in Stand. Ja, versuchen wir mal, ne? Ja. Bitte? Das war's. Ach so, ja, okay. Na, wir haben halt also noch andere Miniaturen im Prinzip. Wir haben ja auch noch die Splittermond-Miniaturen neu dazu, die ersten 6. Das soll halt weitergehen als Reihe. Gucken wir mal jetzt, die sind noch sehr neu, wie sich die erste Wave so verkauft, und dann gucken wir, wie es da weitergeht. Da soll ja auch ein Tabletop kommen, aber halt vorab auch Einzelminiaturen, die man auch im Rollenspiel benutzen kann. Dann jetzt von der Answin-Krise in die aktuelle Zeit. DSA 5 wird jetzt hier das offiziell rausgehauen. Und es gab auch schon mehrere Spielrunden. Erstmal, wie ist denn jetzt, wenn die Leute tatsächlich dann das Buch haben, die Rückmeldung? Ich glaube allein schon, dass das Aussehen wird wahrscheinlich am meisten kommentiert, weil es sich ja deutlich von den bisherigen Regelwerken unterscheidet. Was ich erlebt habe, für Leute, die das erste Mal das Buch in die Hand genommen haben, ist, viele sind wahnsinnig angetan von der Farbigkeit und auch der Aufteilung, die wir in den Büchern haben. Das hat uns sehr gefreut, weil wir haben auch insbesondere in den letzten Wochen nochmal ganz, ganz ordentlich gedreht und geguckt, wie können wir Sachen übersichtlicher machen im Buch selbst. Also das Design kommt sehr gut an, die Optik kommt sehr gut an und auch die Tatsache, dass wir wahnsinnig viele Illustrationen drin haben. Also wir haben geguckt, dass es auf jeder Doppelseite eigentlich irgendwas zu gucken gibt. Ob es jetzt Illustrationen sind, eine kleine Vignette, irgendein gestalterisches Element, Tabellen. Wir haben auch immer wieder Erklärungen eingefügt mit einer Meistermaske dran, wo dann an der Seite quasi direkt der Spieler oder der Leser angesprochen wird und gesagt wird, guck mal, so funktioniert das, oder Achtung, hier musst du aufpassen. Das ist halt insbesondere für Leute, die tatsächlich noch nicht so versiert sind, aber auch für Systemumsteiger gut, weil manchmal übersieht man Sachen gerade, wenn man sie aus dem alten System anders kennt. Das kam sehr, sehr gut an auf jeden Fall. Also da waren die Leute schon, ja, ich würde fast sagen, richtig gehend begeistert, und auch so das Feedback, was wir bisher jetzt aus dem Netz bekommen haben, muss man ja auch mal sagen, war überraschend positiv. Also wir sind das ja nicht so gewohnt, sage ich mal, gerade auch im Internet mal gelobt zu werden. Niemand ist es im Internet gewohnt, dass alles positiv ausfällt. Ja, 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 aber wir sind es auch nicht gewohnt, dass überhaupt was positiv ausfällt an manchen Stellen, und das war schön. Wir haben uns sehr gefreut, und ich glaube aber, die Leute, die hier sind und sich das Buch hier geholt haben, haben sich auch gefreut. Wir haben sogar eine ganze Menge Leute, die gesagt haben, nee, ich wollte extra nicht im Internet vorbestellen, ich wollte hierher kommen, weil für mich ist das auch so ein bisschen das Event, das hier zu kaufen und zu sagen, ich war auf der RadCon, als sie das Buch rausgebracht haben, und ich habe es mir dort gekauft.
Ja, man weiß ja nicht, ne, wie lange es noch geht, wenn man so 30 Jahre DSA und dann kann man vielleicht irgendwann in 20 Jahren sagen, ich war damals bei DSA 5. Naja, was mir aufgefallen ist, ist gar nicht mal wirklich ein Kritikpunkt, aber ihr habt halt auch viele Bilder wiederverwenden können, zum Beispiel aus den Meisterpersonenbänden halt. War das so der Masterplan, dass ihr schon ein paar Bücher farbig rausbringt, damit ihr die Illustrationen nicht nochmal machen müsst? Tatsächlich, die Idee hinter den Meisterpersonenbänden, so rum, richtig sortiert im Kopf, war tatsächlich auch die. Mhm. Das war tatsächlich, natürlich stand damals schon im Raum, dass wir gesagt haben, wir werden irgendwann farbig. Zum einen, weil wir das gerne möchten und zum anderen, weil es auch irgendwie zwingend notwendig ist, behaupte ich jetzt einfach mal ganz frank und frei für ein Rollenspiel, das optisch auch ansprechen will. Natürlich, klar, bei manchen ist Schwarz-Weiß wirklich auch ein Stilmittel, da ist das völlig legitim, aber ich glaube, um auch mit modernen Medien konkurrieren zu können, muss man optisch ein bisschen was zu bieten haben. Das haben wir versucht, im Rahmen unserer Möglichkeiten, und die Meisterpersonenbände waren quasi tatsächlich dafür gedacht, damals auch uns schöne farbige Illustrationen zu besorgen, die wir dann benutzen können, um die ganz verschiedenen Professionen darzustellen, weil gerade Wege der Helden hat ja auch aus der langen Geschichte teilweise und auch extra dafür gemacht, sehr viele Schwarz-Weiß-Illustrationen zu unterschiedlichsten Professionen. Und das war natürlich was, das ist schön, wenn man einen optischen Eindruck zu seiner Klasse hat, die man spielt, oder zu seiner Figur, das könnte so und so aussehen. Und die vielen Illus haben vor allem auch eine Möglichkeit, sie können nämlich auch einfach zeigen, was ich dann nicht beschreiben muss. Ich kann einfach auch einen möglichen optischen Eindruck bieten, der manchmal viel aussagekräftiger ist, als wenn ich beschreibe, was jetzt eine bestimmte Kultur für Kleidung trägt. Das kann ich auch einfach mal zeigen und das ist schön und klar. Deswegen finden sich da viele Bilder wieder, die jetzt aus den Meisterpersonenbänden schon bekannt sind. Aber das sind ja auch sehr schöne Bilder und ich glaube, damit müssen wir uns keinesfalls verstecken. Dann, ich habe beim MPA nicht mitgespielt, aber ich habe schon gehört, was teilweise so geschehen ist. Das klang erstens ziemlich episch und zweitens ziemlich seltsam auch, so diese Zusammenhänge. Du musst ja jetzt nicht unbedingt spoilern, was ihr als nächstes Zeit vorhabt, aber sagen wir mal so, ihr werft Dinge vom Himmel. Wird es auch dann wieder so epische Geschehnisse, umwälzende Geschehnisse geben für Aventurien wie in den guten alten Zeiten, sag ich mal? Also, das MPA ist tatsächlich eine Idee geschuldet, die wir schon seit einer Weile mit uns rumtragen. Und wir haben halt auch gesagt, okay, zu DSA 5, wir müssen unseren Erzählkosmos so ein bisschen auf ein Ereignis ausrichten. Tatsächlich ist es so, dass im MPA selbst, es dreht sich um die Hinterlassenschaften Niobaras, die ja nicht nur eine der bedeutendsten sternkundigen Aventuriens ist, sondern auch als große Prophetin bekannt war. Und man ist auf der Suche in unterschiedlichen Gruppen nach Hinterlassenschaften und man findet halt etwas, was sehr, sehr beunruhigend ist, was sie schon damals zu Lebzeiten vorhergesagt hat und sich auf den Sternenhimmel bezieht. Aufmerksame Leser des Aventurischen Boten haben schon festgestellt, dass manchmal auch Dinge in Havinna zum Beispiel vom Himmel fallen. Es werden noch mehr Dinge vom Himmel fallen. Und unter anderem auch in Offenbarung des Himmels kann man mehr dazu erfahren, zum Beispiel. Das ist das erste Abenteuer, was rauskommen wird. Im MPA hat man da halt auch schon einen kleinen Vorgeschmack drauf bekommen. Ich will tatsächlich nicht spoilern, weil Ziel ist es, dass wir das MPA aufarbeiten und das für mehr Leute spielbar machen. Und wir möchten tatsächlich gerne aus einer möglichen Variante des MPAs ein Gruppenabenteuer machen, damit die Leute zu Hause auch die Geschichte nacherleben können, weil wir eigentlich fanden, dass die so sehr interessant gewesen ist, ja. Okay, dann sind wir mal gespannt auf euren neuen Masterplan, nachdem ihr jetzt die Schattenlande nochmal schnell ein bisschen aufgeräumt habt. Und also ich glaube, ich kann fest versprechen, dass wir dranbleiben werden. Wir machen was kaputt, aber es ist nicht so, dass wir den ganzen Kontinent umkrempeln. Zumindest haben wir das momentan aktiv noch nicht geplant. Müsste man ja auch neue Karten zeichnen. Ist ja auch wieder teuer. Exakt. Der große Krater wäre teuer. Du hast auch eben schon den Aventurischen Boten erwähnt. Ihr wollt auch ein bisschen irgendwie dran schrauben, wie das mit dem Aventurischen Boten funktioniert? Wir haben das Konzept für den Aventurischen Boten tatsächlich sehr komplett umgestellt. Also es ist so, die Abonnenten, die jetzt die letzte Ausgabe bekommen haben, denen wurde schon angekündigt, wir haben es auch auf unserem Blog schon geschrieben, der Bote wird nicht mehr in der bekannten Form erscheinen, die wir jetzt haben. Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen ist es so, dass der Bote für uns tatsächlich seit Jahren schon quasi ein
ein Zuschussgeschäft. Zuschussgeschäft ist, genau. Also das heißt, wir verdienen mit dem Boten kein Geld. Ein Großteil des Abogeldes bekommt die Deutsche Post dafür, dass sie ihn von A nach B bringt und in den heimischen Briefkasten tut. Und es ist tatsächlich so, der ist verhältnismäßig viel Arbeit. Also wir stecken durchaus in so einen aventurischen Boten auch gerne mal die Arbeit, die wir in ein Produkt reinstecken. Und der ist halt natürlich verhältnismäßig preisgünstig zu haben. Das ist per se kein Problem, aber es ist halt auch so, wir haben viel Kritik bekommen in den letzten Jahren, immer für unterschiedliche Teile des Boten. Und einer der zentralen Kritikpunkte war halt, ich möchte aber gar keine Spielhilfe. Oder ach, ich möchte doch gar kein Abenteuer. Mensch, die Produktinformationen brauche ich nicht. Oder warum habt ihr Kleinanzeigen reingemacht? Jeder findet eigentlich einen anderen Teil gut, das ist auch schön, aber jeder findet auch einen anderen Teil doof. Und dann haben wir uns gedacht, gibt es nicht eine Möglichkeit, das besser zu portionieren vielleicht, dass jeder auch das bekommt, was er haben möchte? Und es gibt eine tolle neue Möglichkeit, nennt sich PDF. Man kann auch kleine moderne Technik, ganz hochmoderne Technik. Und wir haben überlegt, wir setzen tatsächlich, was solche kleine Spielehilfen angeht, mehr aufs Digitale. Mhm. Und bieten dann Mini-PDFs an mit einzelnen Spielhilfen für kleines Geld, die man sich dann nach Belieben zusammenstellen kann, wenn man die denn gerne haben möchte. Es ist aber auch so ausgelegt, dass wir durchaus solche Sachen in diesen kleinen offiziellen PDFs dann durchaus auch in Spielhilfen sammeln. Oder wir haben überlegt, gut, vielleicht machen wir auch so ein Jahrbuch, was dann bestimmte Updates zusammenfasst. Da müssen wir nochmal genau gucken, das werden wir demnächst noch ankündigen. Für den Boten bedeutet das jetzt aber erstmal, dass wir ein bisschen back to the roots gehen. Also wir werden ein reines Ingame-Magazin daraus machen, so eine richtige aventurische Zeitung, die auch wie so eine große Zeitung gefaltet daherkommt. Da wir das aber, die wird es kostenlos geben tatsächlich für alle. Man bekommt es auf Veranstaltungen oder im Rollenspielladen, kann man sich den dann einfach mitnehmen. Aber das Abo stirbt im Grunde. Das Abo möchten wir auch noch anbieten, weil natürlich gibt es Leute, die wohnen irgendwie abseitig oder sind nicht so die Con-Gänger oder der nächste Rollenspielladen ist sehr weit weg, auch das gibt es ja. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir möchten gerne, dass auch die Leute die Möglichkeit haben, diese bequeme Möglichkeit weiterhin zu wählen. Das heißt, man kann sein Abo einfach bestehen lassen und bekommt die dann nach Hause geschickt, quasi zum Selbstkostenpreis. Wir haben mal gedacht, das ist dann ein bisschen teuer. Wir müssen noch was dazu tun. Außerdem kann man die, wenn das so eine gefaltete Zeitung ist, schlecht verschicken. Deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, unsere neue Reihe, die wir entwickelt haben, kurze Abenteuer mit 16 Seiten, wie die Tee-Abenteuer, Heldenwerk, gibt es da dann dazu 6-mal im Jahr. Da hat das Ganze ein bisschen Stabilität zum Verschicken. Und das heißt, wenn man sein Abo beibehalten möchte, kann man das tun. Dann bekommt man 6-mal im Jahr den aventurischen Boten plus Heldenwerk frei Haus geliefert. Und man kann sich das auch einmal anschauen. Tatsächlich die erste Ausgabe und hat, ich glaube, bis Ende Oktober ein Sonderkündigungsrecht, falls man wirklich sagt, ach, das gefällt mir nicht, oder falls jetzt jemand schon sagt, nee, das möchte ich eigentlich gar nicht, dann kann man das Abonnement auch kündigen. Dann fällt jetzt irgendwie fehlt dann noch so ein Gadget, eine Sammelfigur oder bau dir deine eigene fliegende Festung, erstes Teil umsonst, die nächsten kosten 8,50. Ich fände das super, aber das ist momentan nicht geplant. Neue Anregungen, vielleicht irgendwann so in 10 Jahren. Vielen Dank auf jeden Fall, Ivi. Und genieß noch die schönen letzten Stunden der RedCon. Ich werde noch arbeiten, aber danke. Und genieß die Arbeit. Hoffentlich bis zum nächsten Jahr. Bis dann. Vielen Dank auf jeden Fall, Patrick. Bitte. Dankeschön. Vielen Dank fürs Interview. Und tschüss. Euer Kameramann ist etwas grumpy, oder? Nein, der schaut immer so. Ach so, gut. Alles ist gut. Gut, super. Wir sehen uns jetzt monatelang nicht. Man könnte sich mal drücken oder das, so. Ja. Ja, Moment, okay. Tschüss, Patrick. Tschüss, viel Spaß in China. Danke. Bitte. Tschüss.